Der tapfere Junge aus Karbala. Als Imam Hassans a.s. Martyrium stattfand, war sein Sohn Qasim 3 Jahre alt. Seine Mutter Ummu Farwa blieb in Medina und Qasim wuchs im Hause von seinem Onkel Imam Hussein a.s. und Abbas auf. Qasim war 13 Jahre alt, als er sah, wie Imam Hussein a.s. sich vorbereitet hatte, um nach Kufa zu gehen. Ummu Farwa bat Imam Hussein, sie und ihren Sohn mitzunehmen. Imam Hussein a.s. nahm ihre Bitte an. Qasim war sehr gerne mit seinem Onkel Abbas zusammen. Von ihm lernte er die Schwertkampfkunst und Ali Akbar, der Sohn von Imam Hussein a.s., war sein untrennbarer Begleiter. Für seine Mutter war er ihr Ein und Alles, da er ihr einziger Sohn war. Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte über Tapferkeit und die Liebe. Es ist die Erzählung von der Liebe von zwei Brüdern zueinander, von der Liebe zwischen einer Mutter und ihrem Sohn und die Liebe eines sehr jungen Kindes zu seinem Imam. Was bedeutet es, tapfer zu sein? Tapferkeit ist eine Eigenschaft, die man als Tugend sehen kann. Tapfer ist jemand, der sich furchtlos und zum Widerstand bereit mit Gefahren und Schwierigkeiten auseinandersetzt. Jeder kann tapfer sein, wenn es sein muss, besonders wenn er keine andere Wahl hat. Aber in unserer heutigen Geschichte ist die Situation ganz anders. Als in der Nacht zu Ashura Imam Hussein a.s. am Zelt von Ummu Farwas vorbeikam, hörte er Qasim zu seiner Mutter sagen: Liebe Mutter, morgen werden Onkel Abbas, Ali Akbar und ich unseren Imam verteidigen. Wenn ich getötet werde, weine bitte nicht um mich. Seine Mutter antwortete: Sei unbesorgt, obwohl meine Liebe für dich unendlich groß ist, werde ich nicht um dich weinen. Ich werde stolz sein, dich zu sehen, wie du dein Leben für den Islam aufgibst. Am nächsten Tag griffen die Feinde gnadenlos an. Viele Gefährten verteidigten ihren Imam und wurden grausam getötet. Hur, Suheir, Habib. Qasim näherte sich langsam seinem Onkel Imam Hussein a.s. an. Mein Herr, erlaube mir, für dich zu kämpfen. Aber der Imam erlaubte es nicht. Wenig später versuchte er es noch einmal. Nein, mein Sohn, du nicht. Nach dem dritten Mal sagte der Imam: Qasim, du bist jung und der einzige Sohn deiner Mutter. Ohne was zu sagen, ging er zu seiner Mutter traurig und enttäuscht. Und als die Mutter hörte, was der Imam zu Qasim sagte, gab sie ihrem Sohn einen Brief. Hier, dieser Brief ist von deinem Vater Imam Hassan a.s. Er selber sagte zu mir, wann immer du auch Qasim in Schwierigkeiten siehst, überreiche ihm diesen Brief. Qasim öffnete den Brief und las: Mein Sohn Qasim, es wird ein Tag kommen, an dem mein Bruder Hussein einer Armee von Zehntausenden gegenüberstehen wird. Das wird der Tag sein, an dem der Islam mit Opfern bewahrt werden muss. Du musst mich an diesem Tag vertreten. Qasim lächelte und rannte zu seinem Onkel, um ihm den Brief zu zeigen. Er nahm den Brief, las ihn und sah seinen Neffen zärtlich an. O Sohn meines Bruders, wie kann ich dich von etwas abhalten, was dein Vater von dir verlangt hat? Er umarmte ihn und sagte: Gehe im Namen Allahs, Gott sei mit dir. Dann band er den Turban Imam Hassans a.s. auf Qasims Haupt und half ihm, das Pferd zu besteigen, da er nur ein sehr junger Jugendlicher war. Tapfer, aber sehr jung. Auf dem Wege zum Schlachtfeld sagte sein Onkel: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sei nicht traurig, mein lieber Onkel, rief Qasim laut. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod für den Islam ist für mich süßer als Honig.
Mit einer Eleganz, die nur typisch für eine Person seiner Abstammung ist, ritt er auf die Feinde zu. Er führte das Schwert und ließ seine Gegner erstaunen. Wer kann jemanden töten mit einem Gesicht, das schöner ist als der Mond? Kasim kämpfte wie ein tüchtiger Junge, wie ein reißender Löwe und ein leuchtender Mond. Er kämpfte, bis Müdigkeit und Durst ihn überwältigten. Zu viele waren die Feinde. Er fiel vom Pferd und schrie: »O Onkel, das ist mein letzter Salam!«